Ja, hallo, hier zum dritten Teil unserer virtuellen Bootsmesse. Wir befinden uns hier in unserer Werkstätte und Winterlagerhalle und heute beschäftigen wir uns mit der Marke Sunbeam. Genau, und hier sind wir schon auf der Sunbeam 22.1. Sie ist nicht der Golf, sie ist der GTI unter den Segelbooten. Einerseits ist es ein perfektes Boot, um mit der Familie den Tag zu verbringen. Andererseits kann man auch wunderbar regattieren damit. Sie wird beispielsweise eingesetzt auf der Segelbundesliga, wo die besten Teams Österreichs gegeneinander antreten. Das Boot hat mit 22 Fuß eine perfekte Länge für eine Nutzung auf den österreichischen Seen. Es ist trailerbar, es ist einhand segelbar und es hat ein wunderbares Raumangebot mit einem riesengroßen Cockpit, wo bis zu 6 Personen gemütlich Platz finden. Auch im Innenbereich besticht die Sunbeam 22 mit ihrer Aufgeräumtheit und ihrem großen Raumangebot. Durch 2 Liegeflächen im hinteren Bereich und 2 vorne steht einem spontanen Wochenendausflug nichts mehr im Wege. Ja, kurz zur Geschichte dieses Bootes. Die Sunbeam 22.1 ist ja ein Remake der alten Sunbeam 22, die der Grundstein für den Erfolg der Marke Sunbeam, der Marke Schöchel in Österreich und darüber hinaus war. Und wie die kleinere Schwester ist auch die Sunbeam 22.1 mittlerweile zum Kassenschlager avanciert und ist auch am Wörthersee das meistverkaufteste Segelboot. Und nun zur Zukunft der Marke Sunbeam. Es hat sich im letzten Jahr einiges getan. Die wichtigen Weichenstellungen für die nächste Generation mit dem Einstieg von Andy Schöchel wurden gesetzt und er präsentiert gleich mit der Sunbeam 32.1 nicht eine Evolution, sondern eine Revolution im Segelsport. Aber seht selbst! Wir vom Boot der Schmalzl finden, dass dieses Boot 1:1 zum Wörthersee passt und würden uns extrem freuen, wenn wir eines der ersten Boote bald am Wörthersee zu sehen bekommen. Und deswegen kontaktiert uns, wir können euch weitere Informationen geben. Kommt vorbei zu unseren Testtagen, die wir auch heuer wieder im Sommer veranstalten werden.